Was war das für ein Chef, jetzt mal Musik leiser? Oh ja, wohin muss ich denn jetzt nach Paris? Boah, was ich das wissen? Keine Ahnung. Was weiß ich, glaub da so lange oder so. Boah, Mann, ey, was sind wir endlich in Paris, Mann? Boah, das heißt Paris-Don, gebildete Stück. Sag mal, hast du nicht Französisch gelernt? Das ist nicht Paris, Mann. Man spricht ja, das... Dann spricht das Essen nicht, nein! Alter, warte mal, halt mal die Fresse. Guck mal, was ist das? Voll schön, ey. Lass mal da rein. Ja, okay. Lass mal da reingehen. Warte, ich muss gucken, ob Auto kommt. Nee, ich glaube, ist frei. Ich glaube, wir können. Ja, los. Okay, komm schon. Ah, das ist ja voll schön, ey. So von der Glas und so. Ich wette, das war so voll teuer. So 5 Euro oder so, oder? Aber ich schwöre, guck mal so drumherum so. Was ist das alles? Komm, lass mal reingehen. Ich schwöre, voll schön, ey. Okay. Da kommt mal ein Polizist, was machen die denn da? Was hast du gleich spielen oder so? Keine Ahnung, vielleicht hat jemand falsch geparkt oder so. Eine Bombe! Tempo! Los, vorsichtig! Guck mal dein Auto, ey. Lass mal weggehen. Was machen die da? Lass mal weggehen, oder? Lass mal flüchten. Boah, Jacqueline, lass mal zu der Rezeption da gehen, ich schwöre. Okay. Boah, hallo sie! Willkommen! Wir diskutieren heute ihre Artikel 13. Wer denn? Hä? Wie und so? Ich schwöre, was machen sie eigentlich hier? Mon Dieu, wie unterhalten sie denn bitte? Hä, was ist das denn alles, du blöde Kuh? Artikel 13? Wie bist du irgendwie so französisch? Sag mal, bist du auf Französisch oder so? Wir sind hier in Straßburg. Wir wollen doch nur in Paris, ey. Jetzt sind wir in Straßburg, ey. Was soll ich glaube, wir sind in Paris, ja. Nee, oder? Keine Ahnung, aber wir sind wir? Das hier ist nicht Paris. Ja, wo sind wir denn sonst? In Straßburg. Ja, was ist denn in Straßburg los, meine Güte, ey? Was ist auch Frankreich? Ich schwöre, Shanti, guck mal da oben, das ist doch die Flagge von Brasilien, oder? Hä, ich schwöre, nein. Junge, bitte, das ist Frankreich. Was ist das für eine Flagge? Hä, was ist das für Flagge? Die europäische Flagge. Hä, Europa, ist das nicht so in Afrika oder so? Ich hab keine Ahnung, Mann. Was ist jetzt dieser Artikel? Dress? Hä, ich schwöre, lass einfach mal gehen. Die Fotze weiß sowieso nicht, ey, dumme Kuh, ey. Warte, Shanti, wo willst du hin? Ja, komm einfach mal hier rein oder Mann, so. Ich weiß nicht. Warte, sie können das nicht einfach so rein. Ja, natürlich kann ich da machen. Nein, warte. Boah, Jacqueline, guck mal, so voll hell und so mit Licht. Alter, was ist das hier? Guck dir die Decke an, die ist voll groß, ja? Boah, ich schwöre. Oh mein Gott. Mann, hier ist so bestimmt voll eine gute Halle in dem Raum, ja? Du, Jackie. Ja, was? Man, da sind so Anzugfortis und so. Das macht mir so voll an. Ich glaube, wir sollten uns mal irgendwo hinsetzen. Ich schwöre, komm, schnell. Okay, ja, warte mal, Mann, nicht schnell, Mann. Ich schwöre, du sollst mal Sport machen. Ja, okay. Guck mal, der Typ darf mir was sagen. Ja, komm mal, von der kleine Zwerg. Hey, hallo und herzlich willkommen zur EU-Parlamentssitzung. Heute wollen wir abstimmen über Artikel 13. Der DSGVO, für die es nicht wissen, Datenschutzgrundverordnung. Ab. Danke. Artikel 13 DSVO, dann so hat er gesagt, ne? Was ist das für ein Typ? Ja, guck dir den mal an, Mann. Hör vor der Otto, ey. Hast du das nicht gehört? Wer hat Bebo Beutlin freigelassen, ey? Ich schwör, guck mal, da so voll die hochnäsige Kuh, ey. Die guckt uns voll böse an. Was ist eigentlich dieses Artikel 13? Ich hab gelesen, das ist so Upload-Filter und so auf YouTube und so. Weißt du, wo wir mal Nail-Tutorials gucken? Ich schwöre, was? Da können wir keine Beauty-Videos mehr hochladen. Ja, ich schwöre, voll scheiße, ne? Lass mal klatschen gehen, die Fotze da vorne. Mann, Alter, ich meine, das Herz reicht ja schon nicht aus, ne? Aber wenn wir dann auch noch unser YouTube-Money gestrichen bekommen, was soll das? Ich schwöre, wer kommt auf so eine scheiß Idee? Nur Vollpfosten hier. Guck dir doch mal an, die Anzukainis. Beobachten uns nicht mal. Keine Ahnung, Mann. Ich fühle mich so, als wäre ich als Wähler und so als Position des Bevölkerungs. Du meinst so als Bürger oder so? Nicht so ernst genommen, du weißt? Ich schwöre, das ist voll so gegen Kreativität und so, weil ich schwöre, wir sind so voll kreativ mit so Beauty-Videos und so. Macht ja eigentlich keiner, außer diese komische Dagi, aber die ist voll doof. Das ist so wie immer. Die machen so Gesetze. Und denken sich so, ja, Alter, voll geil, nice, voll cool. Und dann so, ja, scheiße, weißt du? Die denken nicht. Ich schwöre, die können nicht denken. Komm mal mit, ey. Oh, Schatti, nein, warte. Boah, schwöre, mach doch mal was dagegen. Ja, mach doch mal was dagegen. Hey Leute, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Das kleine Jacqueline und Chantal Special zu Artikel 13 der neuen Datenschutzverordnung. Natürlich wollen wir hier keinen beleidigen in diesem Video, das ist alles nur Satire. Und euch ein bisschen über das Thema jetzt noch informieren, beziehungsweise haben wir es in der Infobox, wozu Vicky euch gleich noch was sagen wird.
Und ja, das Thema betrifft uns alle und das ist eigentlich ziemlich wichtig, Vicky. Ja, alle Infos zu Artikel 13 könnt ihr dann nochmal in der Videobeschreibung sehen. Wir verlinken euch da unten auch mal die Petition. Könnt ihr unterschreiben. Könnt ihr etwas aktiv-passiv gegen den neuen Artikel 13 der Datenschutzverordnung vorgehen. Und wenn ihr wollt, dass YouTube so bleibt, wie es ist, und dass wir immer noch kreativen Content produzieren können, wäre es super nett, wenn ihr eure Unterschrift setzt. Ihr müsst doch keine persönlichen Infos angeben, wenn ihr nicht wollt. Und wir würden euch ziemlich danken, wenn ihr damit nicht nur uns, sondern auch den Rest von YouTube unterstützt und die etwas kleineren Leute, die davon betroffen wären. Und ja, auch ich kann nur sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und vergesst nicht, Leute, Hashtag SaveYourInternet. Vielen Dank fürs Zuhören.